Hallo und herzlich willkommen zum euren Kashi. Da sind wir wieder mit Gothic 2. Also die Frage, was nehmen wir denn? Ja, ist ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Sprich, es ist zu keiner Entscheidung gekommen. Weil angeblich ja alles irgendwie Vor- und Nachteile bringt, will sich keiner von euch darauf festlegen, welche Fraktion ich jetzt nehmen soll. Also, und es lief mehr auf suchst dir selber aus hinaus, ihr faulen Säcke. Danke. Man erzählt sich ja so einiges. Hey, du! Wenn er das nicht sieht, kann ich mal Und heute, weil ich einen Tipp bekommen habe, soll ja mal mit Laris sprechen und ihn versuchen, da wegzubekommen, weil mit ihm wegzugehen lohnt sich angeblich. Also versuchen wir das jetzt mal. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von Jetzt uns reden wir tun. nochmal mit Ich ihm. erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Warum hat er mir den Ring vorher nicht schon gegeben? Hä? Zählt sich ja so ein. Du hättest mir den Ring schon in unseren ersten vorherigen Gesprächen geben können, aber nö. Einfach nö. Du hast hier nichts zu suchen. Hier irgendwo ein Du Monster. bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Auf der anderen Seite des Mauers. Der Mauer, des Mauers, ja. Auf der anderen Seite des Mauers, ne? Hab ich das gerade wirklich gesagt? Oh mein Gott. Meine Meinung will ja keiner hören. Na gut, ich bin vor 2 Stunden aufgewacht. Vielleicht bin ich noch müde. Vielleicht bin ich noch leicht müde. Na gut, ich bin definitiv noch müde. Aber es ist Wochenende, ich schlaf länger, also, Und die wunderbare IO-Broker-Community hat es wieder mal geschafft, dass was nicht funktioniert, weil sie doof sind. Also mein selbst eingerichteter Wecker, der mit Abhängigkeiten funktioniert und eine Abhängigkeit funktioniert nicht mehr, funktioniert auch mein Wecker nicht mehr. Schön, ne? Ah, muss man immer alles selber machen. So, Hey, Markt. du. Du bist es nicht. Altram. Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Das ist Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Okay, das ging schnell. So schnell, also, okay, da musste ich mich jetzt nicht großartig umsehen. Das ging verdammt schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Baltram ist es, aber okay. Mein Baltram, handelt mit Piraten. Er scheint mir nicht so die ehrliche Haut zu sein. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Sogar diese Abkürzung ging schnell. Bin verblüfft. Okay, kann man jetzt bitte weggehen? Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst.
Ich habe es selbst erlebt. Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Glaube, wohin? Warum wer sagt denn sowas? Ah, oh, warum? Ich habe es selbst erlebt. Erstmal zu Vatras. Lass uns Vatras Ornament zurückgeben. Dann wollen wir mal. Folge mir. Er redet einfach zu viel. Danke, Autosave. Das habe ich schon immer gesagt. Ach, erzähl mir nicht sowas doch inzwischen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Also jetzt kriegen wir mal endlich Progress. Wahrscheinlich nur eine Minute anhalten wird. Ich bin mir meiner Rolle in diesem Spiel immer noch nicht ganz bewusst, das ist grauenvoll. Und Belia sprach. Da war doch gerade Vatras. Aber Adam hat das schon gedacht. Das habe ich schon immer gesagt. Okay, wir sind an Vatras vorbeigelaufen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich glaube nicht. Nach links oder rechts? Nach rechts. Okay. Wohin läuft er jetzt mit mir? Wohin muss das Ornament? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo er jetzt mit mir hin will, aber er will irgendwo hin. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. War er nicht tot? Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Ach nee, wir stimmt. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lass uns weiter. Bin bereit. Bleib dicht hinter mir. Ach, so eine schicke Rüstung kriegt man, wenn man den Wassermagiern beitritt. Die ist ja sogar noch ein bisschen heavier als die Söldnerrüstung. Und da hat mir eigentlich nur das Fell am Arsch gefallen. Wow, jetzt bin ich verblüfft. Okay, Saturas. Ich habe keine Ahnung, wo Saturas ist. Bin ihr noch nicht begegnet, aber ich werde es ja gleich erfahren. Oh, vielleicht ist Saturas in diesem Kloster, von dem ich schon so viel gehört habe. Immer noch Blut, Leichen. Räumt die einer mal weg? Was ist los? Geht's noch? Ja, lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Schön, dass du fragst. Kannst du mir wenigstens nicht verloren gehen. Das war doch schon vorher klar. Oh, jetzt geht er in den Wald rein? Das ist aber auch ein geiles Schwert. Ah, und hier ist dieses komische Lager, von dem ich auch schon noch was gehört habe. Scheint aber friedlich zu sein, der Typ da. Okay.
Okay, hier ist Waldgebiet. Hier sollten wir aufpassen. Das sind schon Wölfe. Du läufst mal vor. Lauf du mal vor. Da ist nichts zu holen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, die Goblins machst du mal. Wir haben ja sowieso nichts. Oder? Ah, doch, ein bisschen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Wenn noch an die Goblins von Gothic 1 gewöhnt, die kein Inventar besaßen. Es ist gut, einen starken Vordermann zu haben. Mach mir jetzt nicht schlapp. Nein, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Wir dringen hier ein Gefilde vor, in dem ich noch nie gewesen bin. Und wahrscheinlich das auch ungerne sein will. Ein Mist viel weniger. Warte, hier kann man beten. Oh, hier ist der Steintafel. Gut, er bleibt stehen. Werde dir 100 spenden. Und kriege 1 Stärke dazu. Und das mache ich nicht nochmal. Und langsam finde ich, wir sollten mal ein Safe State machen. Oh. Mach sie fertig. Lara, es ist unsterblich. Lara, es rennt einmal um den Felsen. Ja, warte mal. Hier liegen Dinge. Meine Fresse, der wurde aber echt aufgepfeilt. Und der glitzert noch was. Okay, ein Haufen Spruchrollen. Warte. Lederbeutel. Pfeil. Fackel. Gut. Ach, den Moritops platt, Junge. Das hat mir zu lange gedauert. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Der Goblin ist hinter mir. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich sammel Pilze, weil man kann sie gebrauchen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Für den Mittleren? Nichts zu holen.
Gott, wenn man sein Inventar in Skyrim so filmen könnte, ich glaube, unser Protagonist wäre schon lange umgefallen. Noch eine kleine Rose. Klung, er fällt um. Eine Sache, die mich in Skyrim sogar massiv stört. Das Inventargewicht. Warte, irgendwas atmet hier. Ich mache ein Safe State. Kannst du noch? Ja, aber hier atmen zwei Dinge schwer. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich will nicht wissen, was da atmet. Wo führt er mich eigentlich hin, mal so gefragt? Ach, da oben! Da oben sind wir! Gott, den Weg zurück finde ich nie wieder allein. Warte. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Du hast gesagt, es wird gefährlich. Nee, ich will lieber doch keine Aufmerksamkeit erregen. Oh ja. Die würden mich mit einem Haps zerfetzen sogar. Da ist nichts zu holen. Okay, jetzt sind wir in diesen Ruinen. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Du lässt mich jetzt allein? Ich bin noch sowas von gefickt hier unten. Bin ich Ratten gewachsen? Ich glaube ja, aber so vielen? Nein. Okay, Mission. Direkt zu Saturas. Scheiß auf alles, geh direkt zu Saturas. Skelett-Goblins. Hört nicht mehr. Tote Goblins. Saturas, Saturas, Saturas. Komm, 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 komm. Satu! Da ist wieder eins von Satu! Satu! Ein Mistvieh weniger. Boah, danke. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ups. Wir haben original die Szene aus Gothic 1 recycelt. Man sieht sogar in der Qualität, wie sie es recycelt haben.
hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Dass ich ein guter Junge bin? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Warum sehe ich ihn eigentlich nicht direkt an? Noch nicht. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Oh, würde das funktionieren, was mir gerade einfällt, wenn ich mich dem Ring des Wassers anschließe? Könnte ich Magie, oder? Also ich könnte auch noch gleichzeitig Magie lernen. Aber dennoch viel auf Stärke gehen und ein Ultrakrieger werden mit Magie in der rechten Arschfalte. Würde das nicht funktionieren? Ich glaube, das könnte funktionieren. Wenn ich das jetzt so richtig durchüberlege, habe ich Magie in der rechten Arschfalte und in der linken Arschfalte ein Schwert. Also, warum sage ich gerade Arschfalte? Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris! Ich bring ihn um! Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Riordian, hast du mal gesehen, was hier für Viecher sind? Hast du mal gesehen, wie schwach ich bin? Oh, das sind Reste eines Schleimwächers. Sind sie doch nicht so groß? Oder sind sie doch groß? Eigentlich will ich nicht wissen, wie groß die Dinger sind. Eigentlich will ich nicht mal einen Steinwächter begegnen. Was wohl... was sich wohl im Laufe der Geschichte nicht ändern lässt, dass ich wahrscheinlich einem begegnen werde. Oh, bist du Riordian? Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Was?
Warum bebt einfach die Erde? Und warum sind die Kabel zu kurz, die ich für meine neue LED-Leiste verwendet habe? Ja, sie sind tatsächlich zu kurz. Ich dachte, 15 cm reichen, aber nein! Müssen 25 sein. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich sie auch noch sehen. Oh, stimmt. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Hör auf zu beben! Ich rede hier! Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? 2 LP, Gold, Schlüssel, Rosse, Fernkampfwaffen und Munition. Ich bin geldgesüchtig, ich bin so geldgesüchtig. Nun kann dein Irrlicht schon einige Dinge mehr finden, die dir nützen. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Könnt ihr mal aufhören, euch irgendwo weiter hinten in irgendwelchen Gewölben befinden? Das ist ja grauenvoll. Und kann dieses Gewölbe mal aufhören zu beben, wenn ich am Reden bin? Das ist ja grauenvoll. Und noch einmal, weil es so hell ist, das ist ja grauenvoll. Hey, du. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Arschloch. Ach, da ist er schon. Kriege ich jetzt eine Belohnung, weil er hier ist? Nein. Moment. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Okay, und wer ist Adanos, der alte Schwerenöter? Und ich brauche mehr Stärke. Seht euch meinen Stärkewert an. Der ist scheiße. Kenefarius. Aber Angst. Sagen wir, ist das Blut beschmiert, aber nee, das ist ein Bild. Da liegt was drin, oder? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Eine Steintafel. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Davon lass ich lieber die Finger. Onos? Ich hab was anderes gehört. Maradö irgendwas? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Alter, deinen Namen kann ich erst recht nicht aussprechen. Fickt euch doch. Nefarius. Hey. Ich hab was anderes gehört. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Meine eigene Meinung. Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals.
Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Vielleicht die Tür wird sich einfach irgendwie öffnen? Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was Steinkreis. Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Steinkreis. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Moment. Wenn es einen guten Grund gibt, dieses Portal geschlossen zu halten, dann wollen sie wirklich weiter? Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es vier. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Wenn ich jetzt mal kurz fragen darf, seid ihr irgendwie schwerst behindert? Wenn es einen guten Grund gab, diese Dinger zuzulassen, dann sollte man sie zulassen. Das ist doch, nee. Einfach nein. Wo ist die Karte? Besser? Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe gehört. Ja, Tatsache, der Steinkreis. Das hast du nicht gewusst. Und ich bin da oben im Berg. Ganz oben. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ihr seid doch völlig behindert, wenn ihr da weiter wollt. Ihr seid doch krank. Es kann doch nichts Gutes dabei herauskommen, wenn man. Nein. Nein. Einfach nein. Womit denn? Sich so aufregt. Womit denn? Du kannst nichts, okay. Nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay, liebe Leute, wir mal langsam ins Bett machen. Einmal haja, bubu. So. Und laufen dann irgendwie zurück. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, morgen wahrscheinlich. Bis dann, euer Kashi und tschüss. Und lasst mir was Schönes da.